Schon 2013 berichteten wir über einen Mann, der mitten in Wittenberg ein Königreich gegründet hat. Mit eigener Fantasiewährung, Ausweisen und sogar eigener Verwaltung. Jetzt droht dem König Ungemach. Weil er unerlaubt eine Krankenversicherung betrieben haben soll, soll auf Anordnung der Finanzaufsicht BaFin das Königreich abgewickelt werden. Doch warum wurde diese bizarre Parallelwelt von Polizei und Behörden so lange geduldet? Wer sind die Anhänger und treuen Untertanen? Immer wieder schließen sich Menschengruppierungen wie Neudeutschland an. Geben ihre Ersparnisse für den bizarren Lebensentwurf eines selbsternannten Herrschers. Ich mache keinen Spaß. Ich mache einen Staat. Harmlos oder gefährlich? Was steckt hinter der kleinsten Monarchie? Schatzsuche in der ehemaligen Königlichen Reichsbank. Und da kann man auf den Baubildern sehen von der Bank, dass da wohl mal irgendwo ein Fach eingebaut worden ist, das man heute nicht mehr sieht. Und als die Polizei darauf rumgeklopft hat, da wurde Herr Fitzek sehr nervös. Über 1 Million Euro sollen Anleger in Peter Fitzeks Idee vom Staat im Staate investiert haben. Hier ist hohl. Irgendwo muss es alles geblieben sein, was er eingesammelt hat. Auf deutschen Banken haben wir es nicht gefunden. Na, dann schauen wir mal. Mobiliar, Computer, all das hat Stefan Oppermann bereits abtransportieren lassen. Der Rechtsanwalt soll im Auftrag der bundesdeutschen Behörden das Königreich Deutschland quasi abwickeln. Jetzt braucht er erst einmal etwas, mit dem er die Fußbodenfliesen anheben kann. Bewegen sich. Mit 2 Butterbrotmessern versucht er, das Geheimnis zu lüften. Ist nicht vermörtelt. Wir müssen ein Hebelwerkzeug besorgen und gucken später. Wir erinnern uns. September 2013, mitten in der Wittenberger Fußgängerzone, eröffnet Peter Fitzek seine eigene Bank. Ja, wir haben ja heute einen historischen Akt zu feiern. Es ist die erste freie Bank in ganz Europa, und zwar die Königliche Reichsbank. Wir bearbeiten zwischen 2 und 9% an Renditen, die wir an Sie weitergeben, wenn Sie uns Ihre Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mehr Rendite als jede reguläre Bank. Herr Reim. Eine Genehmigung für seine Bankgeschäfte hat Peter Fitzek nicht. Die sei auch nicht nötig, schließlich sei er ein eigener Staat. Viele Besucher eröffnen sofort ein Konto, zahlen angeblich schon am ersten Tag bis zu 40.000 Euro ein. Ich bin eigentlich dafür, dass ich irgendwann mal Staatsangehöriger bin. Ja, dann ist das doch der erste Schritt in der Richtung. Durch diese Einzahlung fördern Sie jetzt sozusagen die Strukturen für den Staat Königreich Deutschland. Nach, ob das in Ordnung ist, was schreibe ich bei Staatsangehörigkeit? So viele Alternativen hat man nicht, und wenn sich eine bietet, dann muss man denen eine Chance geben und muss da mitmachen. Das eröffnen Leute heute ein Sparbuch. Und es sind auch schon Anleger da, die schon größere Summen alleine heute schon bei uns angelegt haben. Wo wir sagen können, naja, die Deutschen scheinen langsam aufzuwachen. Was passiert mit dem Geld? Das interessiert die Wittenberger Behörden. Wir würden nämlich ganz herzlich bitten, dass Sie natürlich Ihre Bank formell im Gewerbe anmelden. Aha, okay. Und es ist eine Gewerbeanmeldung, die man mir hier herlegt. Ist doch nett, dass man das mir persönlich vorbeibringt, oder? Haben wir irgendwo einen Papierkorb? Gut ein Jahr nach dem großen Auftritt ist die sogenannte Reichsbankgeschichte, das Geld der Anleger, verschwunden. Der Mitarbeiter von Abwickler Oppermann hat Werkzeug besorgt. Wunderbar, ein sauberer. Mal schauen. Unter der Fliese kommt eine Spanplatte zum Vorschein. Offensichtlich ist darunter tatsächlich ein Hohlraum oder vielleicht sogar der Zugang zu einem geheimen Keller. Kriegen wir nicht weg. Stefan Oppermann will den Fußboden nicht zerstören. Die Räume waren nur gemietet und der Vertrag ist bereits gekündigt.
Jetzt muss er mit dem Vermieter besprechen, was zu tun ist. Bevor er Bankdirektor wurde, gründete Peter Fitzek einen eigenen Staat und ließ sich 2012 wie im Märchen zum König krönen. Seine Untertanen schwören ihm damals die Treue. Wir wählen euch, Peter Fitzek, zu unserem obersten Souverän. Das Königreich Deutschland auf einem ehemaligen Krankenhausgelände am Rand von Wittenberg. Als wir den Fantasiestaat zum ersten Mal besuchen, sind die ersten Untertanen bereits eingezogen. So wie Martin Schulz, ein Ex-Bundeswehrsoldat, der für Peter Fitzek den Dienst quittierte. Später wird er einer der engsten Vertrauten des Königs werden. Und mein Opa findet es zwar zum Beispiel auch super, wenn ich dem immer berichte, ja, jetzt haben wir einen Staat gegründet und da haben wir auch einen Chef und so weiter. Und da gibt es aber auch Leute, die dann ein Problem damit haben. Und dann sagt er, ja, ist doch klar, einer muss doch der Chef sein, einer muss doch sagen, wo es lang geht. Wer hier der Chef ist, ist von Anfang an klar. Die Menschen folgen immer nur jemandem, der weit über ihnen steht, der ihnen zeigt, was Ethik ist, was Vertrauen ist, was Urvertrauen ist zu Gott. Eine bizarre Parallelwelt mit eigenen Gesetzen, Pässen, Autokennzeichen, Führerscheinen, sogar eigenem Geld. König Peter erzählt gern und viel von seinen Visionen vom unabhängigen Kleinstaat. So, wir können ja noch ein bisschen durchs Haus gehen und wir gehen nachher auch noch ein bisschen durch die Außenflächen, um dann mal so einen Überblick zu bekommen, wie groß das Jernseegelände ist. Wie gesagt, etwas über 9 Hektar ist es gesamtmäßig. Und es gibt eigentlich einen Hubschrauberlandeplatz. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst mit Strom zu versorgen. Dass es in Wittenberg einen König gibt, spricht sich schnell herum. Vor allem über das Internet. Zu den Tagen der offenen Tür kommen jedes Mal Dutzende Interessierte aus ganz Deutschland. Ich kenne niemanden, der bereit ist und so stark ist und so motiviert und überhaupt die Energie aufwendet, um uns zu helfen. Ja, dem ganzen deutschen Volk, nicht nur sich selber, sondern allen. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Staat eben etabliert, auch flächendeckend, und dass der Form annimmt. Um seinen Staat zu finanzieren, braucht Peter Fitzek Geld. Das nimmt der Autodidakt auch durch Seminare ein. Wer Untertan werden will, muss mehrere hundert Euro zahlen. Auf 2 Büroetagen betreibt der selbsternannte Staatschef eine Art Krankenkasse mit rund 500 zahlenden Mitgliedern. Aber auch eine eigene Rentenversicherung sowie diverse Bankmodelle. Ein Fall für die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn. Weil er Versicherungs- und Bankgeschäfte ohne behördliche Genehmigung und Kontrolle betreibt, fordert sie Peter Fitzek dazu auf, seine Geschäfte unverzüglich einzustellen und verhängt empfindliche Strafen. Für die Nichteinstellung des Geschäftsbetriebs 150.000 Euro. Für die Nichteinstellung der Werbung für sein Geschäft 150.000 Euro. Für die Nichtabwicklung seiner bisher geschlossenen Verträge 150.000 Euro. Für die Nichtvorlage einer Anlegerliste 150.000 Euro. Und dann wurden noch Auskünfte und Unterlagen angefordert. Da kommen noch mal jeweils zweimal 150.000 Euro zusammen. Insgesamt 900.000 Euro. Doch Peter Fitzek zahlt nicht, macht unbeirrt weiter. 2013 sollen Kunden bereits 1,2 Millionen Euro bei ihm eingezahlt haben. Wie man sieht, ist schon einiges zusammengekommen hier. Also es beläuft sich jetzt so ungefähr bei 560 ungefähr Anlegern, die wir alleine hier in Wittenberg verwalten. Er ist einer dieser Anleger. Richard Ganz wird 2012 auf das Königreich und Peter Fitzek aufmerksam und ist begeistert. Ich habe mein ganzes Leben das Geld angehäuft irgendwie und wollte mal was Vernünftiges damit machen. Immer wieder zieht es den Netzwerktechniker aus Süddeutschland nach Wittenberg. Ohne ihn würde das ganze Projekt Staat noch jetzt ja auch nicht existieren. Ach, denn ich muss sagen, das glaube ich nicht. Na, das glaube ich das nicht, sagt er. Nee. Doch, aber ich bin nur jemand, der die Rahmenrichtlinie schaffen kann, der die Juristerei versteht. Aber ich bin nicht derjenige, der Millionen in der Tasche hat. Es war der 1. Mai, dann bin ich mit 300.000 Euro nach Wittenberg gefahren, ja, bar, habe ihm gesagt, also 100.000 wollte ich anlegen, die wollte ich nach einem Jahr wieder haben.
und habe ihm gesagt, 200.000, das ist die Anzahlung für das Gelände, wenn es dafür verwendet wird. Als wir Richard Ganz 2 Jahre später treffen, ist er verarmt, wohnt bei einem Freund. Neben den 200.000 Euro für das Gelände hat er weitere 200.000 auf einem Sparbuch angelegt. Wie gesagt, eigentlich für ein Jahr. Das ist vollkommen sicher, besser als auf dem Liechtensteiner oder auf dem Luxemburger Konto oder wo auch immer. Und Sie dürfen bei uns vorschreiben, was mit Ihren Geldern gemacht werden soll. Sie können ja auch jederzeit wieder zurückkriegen. Ja? Aber als Richard Ganz sein Geld zurückhaben will, wird er immer wieder vertröstet. Es sei investiert. Wir fragen nach, erinnern Peter Fitzek an sein Versprechen. Ja, die kann er ja gerne zurückhaben. Ja. Aber Richard ist einfach noch jemand, der etwas verwirrt ist, muss ich sagen. Wenn er es wollte, könnte ich ihm Geld zurückzahlen, natürlich. Also soll es mir geben. Wie Richard Ganz investierten Hunderte ihr Geld. Bleibt die Frage, was fasziniert die Menschen an Peter Fitzek? Eine, die von Anfang an dabei ist, ist Michaela K. Direkt nach dem Abitur zog sie zu Peter Fitzek und hält bis heute zu ihm. Peter ist für mich Freund, Lehrer, auch Chef. Er hat mich viel inspiriert, er hat mir viel geholfen, auch persönlich. Ein Thema hoch und runter. Peter Fitzek trainiert seine Anhänger für den Kampf gegen das, was er das alte System nennt. Ich möchte also eine Menge Führer erziehen, die, man könnte sagen, wieder andere Menschen anführen können und leiten können, damit diese auch wieder zu Anführern werden. Die Gruppe um Peter Fitzek beunruhigt Sektenexpertin Solveig Prass. Es ist ein klassischer Führerkult. Ja. Er geht auch so damit um, du sollst keine Götter neben mir haben. Ja. Und es ist eine eindeutige Ausrichtung auf seine Person. Solveig Prass hat beobachtet, wie sich die Fitzek-Jünger immer weiter von der Gesellschaft entfernt haben. Ein Ausstieg werde so für Mitglieder immer schwieriger. Ich denke, wer sehr lange in dieser Gruppe lebt, ja, hat keine Relation mehr nach außen. Hat auch einen akuten Realitätsverlust. Hausverbote, Gerichtsverfahren, Polizeieinsätze. Peter Fitzek trägt sie wie Auszeichnungen. Weil er die verhängten Strafgelder nicht zahlt, fahren im Sommer 2014 Polizei und Zoll bei ihm vor. Sie werden bereits erwartet, mit Kaffee, Kuchen und einer verbarrikadierten Tür. Aber Sie sind auch berechtigt, die Tür aufzumachen? Gut. Okay. Ich darf die Tür nicht öffnen. Es macht also Sie dürfen die Tür nicht öffnen, hat er gesagt. Okay, alles klar. Okay, aufmachen. Aber er wohnt ja auch nicht hier. Die Beamten haben einen Durchsuchungsbeschluss. Dadurch, dass wir Herrn Fitzek schon kannten, waren wir natürlich auch auf gewisse Eventualitäten vorbereitet. Also wir wussten schon, dass er kreativ sein kann, um uns die Arbeit zu erschweren. Peter Fitzek hat einen Betonklotz in den Eingang gießen lassen. Er will verhindern, dass sein Bechsteinflügel abtransportiert wird. Auf dem klebt längst das Pfandsiegel. Auf seinen Veranstaltungen hatte er gerne kleine Konzerte darauf gegeben. Es dauert einige Zeit, bis der Weg frei ist. Dann ist der König sein teures Instrument los. Es wird versteigert, wie zuvor schon Computer, Möbel, Autos. Während des Einsatzes hat sich der selbsternannte Staatsmann nicht blicken lassen. Aber kaum sind die Beamten abgezogen, gibt er eine Erklärung ab. Damit kommt nur immer mehr zum Vorschein, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Bananenrepublik ist, kein Rechtsstaat. Und ich möchte, dass den Menschen klar wird, dass das ja nur eine Bananenrepublik ist und kein Rechtsstaat. Immer wieder steht Peter Fitzek vor Gericht. Mal geht es um Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, mal um illegale Versicherungsgeschäfte. Seine Unterstützer sitzen immer mit im Saal. Obwohl er meist verliert, fühlt er sich als Sieger. Fitzek schlägt aus allen Aktionen immer irgendwie für sich ein Plus, ja, und weiß es für sich zu nutzen. Ja. Und ich denke, wenn er verurteilt wird und eine Gefängnisstrafe bekommt, dann wird er es schon wieder sagen, seht ihr, wie ungerecht ich behandelt werde. Das ist also gar kein Staat hier. Ja. So. Und er nimmt es sozusagen sogar als Beweis, dass er recht hat. Doch jetzt machen die Behörden ernst. Im November 2014 stürmen Polizei, Steuerfahndung und Finanzaufsicht erneut sein Reich.
4 Grundstücke gleichzeitig. In dem alten Krankenhaus werden die Personalien seiner Anhänger aufgenommen. Bisschen Stück weg, bitte. Polizei auch auf einem nahen Bahnhofsgelände. Dort wohnt Peter Fitzek. Die Beamten sind vorsichtig, denn er ist nach eigenem Bekunden ein erfahrener Kampfsportler. Ich habe keine Angst vor körperlicher Auseinandersetzung. Und wenn ich will, kann ich sehr gefährlich sein. Aber meistens will ich das gar nicht. Da Peter Fitzek nicht öffnet, müssen die Beamten anders ins Gebäude kommen. Plötzlich Bewegung hinter einem der Fenster. Peter Fitzek. Er telefoniert. Nun betritt auch die Steuerfahndung das Gelände. Seit vielen Jahren zahlt das selbsternannte Staatsoberhaupt keine Steuern. Schließlich gehöre sein Gebiet nicht zur Bundesrepublik. Dann wird der König von Wittenberg aus seinem Haus geführt. Sonst nie um eine Antwort verlegen, an diesem Morgen bleibt Peter Fitzek schweigsam. Die Polizei bringt ihn in die Wittenberger Innenstadt, wo Fitzek im Jahr zuvor die Königliche Reichsbank eröffnete. Steuerfahnder sichten bereits Unterlagen, beschlagnahmen Computer. Weil Peter Fitzek millionenhohe Zwangsgelder und Strafen nicht bezahlte, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nun Stefan Oppermann eingesetzt. Der verkündet dem König, dass er nun hier die Geschäfte führt und Verein, Läden und Bank abwickeln wird. Sämtliches Mobiliar hat der Münchner Anwalt bereits an Verwerter übergeben. Auch das Krankenhausgelände, wo Fitzeks Anhänger leben, wird komplett beräumt. Ist das tatsächlich das Ende? Wittenberg vor wenigen Wochen. Abwickler Stefan Oppermann führt uns durch die Räume der ehemaligen Königlichen Reichsbank. Ja, hier war mal Verwaltung. Hier standen PC-Arbeitsplätze. Und hier waren Mitarbeiter, die sich sowohl mit der Neudeutschen Gesundheitskasse beschäftigt haben, als auch mit der Königlichen Reichsbank und andere Abwicklungstätigkeiten gemacht haben. Scheint hier so die Hauptverwaltung gewesen zu sein in diesen beiden Räumen. Die ganze EDV-Anlage ist komplett von der Steuerfahndung mitgenommen worden. Hier sieht man, dass es schon ein paar Leitungen gab. Ist aber nicht mehr viel übrig geblieben. Und der einzige Tresor, den wir bei der Reichsbank gefunden haben, ist der hier. Im anderen Gelände haben wir noch mehr solche Tresore gefunden. Es war mal alles auf etwas größer angelegt, offensichtlich. Ungefähr 20 solche Tresore. Allerdings war der Inhalt immer so wie hier zu sehen, leer. Eine Marienstatue wacht auf dem Tresor. Wo ist das Geld, das vermutlich in ihm lag? Schließlich soll Peter Fitzek weit über 1 Million eingesammelt haben. Fakt ist, wir haben im Moment überhaupt gar kein liquides Vermögen. Wenn es um ein paar hundert Euro geht, dann ist das viel. Wir haben wohl Konten in Polen gefunden. Die haben wir blockiert. Wir wissen noch nicht, was drauf ist, weil das dauert jetzt eine Weile, bis da behördenmäßig das mit Apostillen und allen Dingen in Gang gegangen ist, weil Gelder sind offensichtlich ins Ausland transferiert worden und dann nach Bedarf hat man es wieder zurückgeholt, wenn man irgendwelche Rechnungen bezahlen musste. Es ist zu befürchten, dass jetzt nicht die großen Summen in Polen lagern, um tatsächlich alle Verträge rückabzuwickeln. Viele der Räume im Gebäude sind verwahrlost. Sperrmüll, alte Kataloge und Flyer. Und Schlafplätze. Und immer wieder Überbleibsel aus Fitzeks Leben, bevor er König wurde. So betrieb er unter anderem mal eine Videothek. Tja, was wir hier gefunden haben, haben wir nicht mitgenommen. Sollte vielleicht das königliche Kino werden, ich weiß es nicht. Halte ich nicht für verwertbar. Knochenbrecher schlägt wieder zu. Kampfvideos. Maniac Cop. Aber ich kann das alles nicht verwerten, deswegen lassen wir es auch hier. Weit verzweigt war das Imperium von Peter Fitzek. Neben einer Bank auch 2 Esoterikläden
und sogar ein Imbiss. In den Kühltruhen unter dem Dach seiner Reichsbank lagerten Dönerspieße, Würste und Pommes. Das Fleisch hat Rechtsanwalt Stefan Oppermann abtransportieren lassen, denn mangels Bezahlung wurde auch der Strom abgestellt. Das Ganze war durchaus durchdacht, mit mehreren Zweckbetrieben, vom Esoterikladen über den Imbisswagen, über eine aufgebaute Schreinerei im Bahnhofsgelände, das der Verein gekauft hat. Schon lauter Zweckbetriebe, wo er zusätzlich auch wohl offensichtlich Umsätze getätigt hat. In welcher Größenordnung wissen wir nicht, Finanzamt weiß es auch nicht, deswegen ist auch die Steuerfahndung an der ganzen Aktion beteiligt gewesen. Aber es ging schon darum, sicherlich auch sich eigene Finanzmittel zu schaffen, um sein Königreich aufzubauen. Im ersten Stock hat Peter Fitzek eine Zeit lang gewohnt. Okkulte Symbole überall. Im Schrank findet sich gar eine Art Priestergewand. Machtspielchen hat auch Stefan Oppermann schon erleben müssen. Ja, mitten im Gespräch, aus dem Zusammenhang heraus, wird plötzlich gefragt, wie es mir geht oder wie es meiner Familie geht oder solche Geschichten. Die fallen dann schon, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Und er wird offensichtlich beschattet. Immer wieder tauchen zwei Männer vor der Bank auf. Auch im Netz wird Stefan Oppermann von Fitzek-Anhängern beschimpft. Er arbeite ungesetzlich und sei an der wirtschaftlichen Misere des Königreichs schuld. Plötzlich entdecken wir eine Kamera. Für wen machen Sie denn die Fotos die ganze Zeit von uns? Hallo? Hallo? Warum rennen Sie denn weg? Bleiben Sie doch mal stehen. Wofür sind denn die Fotos? Offensichtlich halten die Untertanen noch immer treu zu ihrem König. Bist du ein kleiner Schisser oder was? Hallo? Traust dich nicht? Also er stellt sich nicht vor ein und fotografiert, sondern macht es um die Ecke rum und meint, man sieht es nicht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, königlicher Geheimdienst. Es gibt nichts, was es nicht gibt bei Herrn Fitzek. In den 30 Jahren als Anwalt und Insolvenzverwalter hat Stefan Oppermann schon einiges erlebt. Einschüchtern lässt er sich nicht, auch nicht von Peter Fitzek. Der hat zwar kein Königreich mehr, gibt sich aber dennoch kämpferisch. Vor dem Verwaltungsgericht in Halle klagt er gegen den Landkreis Wittenberg. Und genießt ganz offensichtlich seinen Auftritt im Scheinwerferlicht. Der Prozess macht Spaß. Und er führt dazu, dass der Landkreis Wittenberg eine Menge Schadensersatz zahlen muss nachher. Und das ist eine gute Sache. Die Sache ist kompliziert, wie so oft bei Peter Fitzek. Heute geht es um den feinen Unterschied zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis. Denn Peter Fitzek fährt seit Jahren nur mit einem königlichen Führerschein Marke Eigenbau. Weil er mit dem System nichts mehr zu tun haben wollte, hat er seinen bundesdeutschen demonstrativ zurückgegeben. Die Führerscheinstelle des Landkreises Wittenberg. Holger Zupke erinnert sich noch genau an diesen Tag im Herbst 2012 und dass er Peter Fitzek erklärt habe, er dürfe nun nicht mehr Auto fahren. Das begann im Prinzip damit, dass der Herr Fitzek bei mir im Büro erschien und mir mitteilte, er würde gern seinen Führerschein abgeben, da er ja beabsichtigt, einen eigenen Staat zu gründen. Und insofern er die vertraglichen Beziehungen und auch die Dokumente der Bundesrepublik, die möchte er quasi abgeben, loswerden. Stattdessen bastelt sich Peter Fitzek seinen eigenen Führerschein. Wie weit bist du? Ja. Ich mache das hier noch in Form und dann drucke ich das aus. Mit einer speziellen Software und einem professionellen Dokumentendrucker. Ja, das ist der Führerschein im Prinzip. Das Königreich ist Deutschland. Mein eigener. So, jetzt können wir fahren. Auch die bundesdeutschen Kennzeichen hat Peter Fitzek durch königliche Schilder ersetzt. So fährt er am helllichten Tag durch Wittenberg und wird immer wieder durch die Polizei angehalten.
Weit über 50 Verfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis haben die Beamten an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das sind alle Versuche gescheitert, zu einem rechtstreuen Verhalten anzuleiten. Also sprich, nur Leute, die ein Fahrerlaubnis haben, haben das Fahrzeug geführt. Das Fahrzeug ist dann auch durch uns auf gefahrenabwehrrechtlicher Basis beschlagnahmt worden. Solche Möglichkeiten, sein Recht durchzusetzen, hat Richard Ganz nicht. Er ist inzwischen fast mittellos. Unzählige Male hat er Peter Fitzek in den vergangenen 9 Monaten aufgefordert, ihm sein Geld zurückzuzahlen. Statt Bares ein Gegenvorschlag. Nur ausweichende Antworten und Vorschläge, die mehr oder weniger ziemlich hirnrissig sind. Ja, also da hinzuziehen und kostenlos wohnen und essen. Das ist ja nicht, da bin ich ja nicht frei, ja. Auch Richard Ganz hat inzwischen gehört, dass das Königreich abgewickelt werden soll. Er erhofft sich Hilfe von Rechtsanwalt Stefan Oppermann. Ich habe Geld in der Kooperationskasse angelegt und der Peter Fitzek sagte mir, die Kooperationskasse würde abgewickelt werden. Ihr Fall als solcher ist natürlich sowieso bekannt, weil Sie einer von denjenigen sind oder vielleicht auch derjenige sind, der am Hauptbetroffenen ist und der hauptfähig ist. Ja, ja, das hat der Peter auch gesagt. Ich bin der größte Investor. Ja, ja, das ist so, definitiv. Ich wollte wissen, was ich tun kann, um da mein Geld wieder zu bekommen oder wenigstens etwas davon. Richard Ganz erfährt, dass sämtliche sogenannten Kapitalüberlassungsverträge rückabgewickelt werden sollen. Doch zunächst müsse sich der Abwickler einen Überblick verschaffen. Das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass da Transparenz reinkommt, wie der Peter mit dem Geld umgegangen ist. Ich möchte, dass das jeder sieht. Klar scheint nur, Hunderttausende Euro haben gutgläubige Anleger wie Richard Ganz Peter Fitzek anvertraut. Doch die Gelder sind verschwunden. Das Einzige, was Abwickler Stefan Oppermann bisher gefunden hat, sind sogenannte Engel, die Fantasiewährung des Königreichs. Das ist das Geld des Königreichs Deutschland. Das Geld Ihres Vertrauens. Sodass man vielleicht verstehen kann, warum die BaFin was dagegen hat. Eigenes Geld, wenn ich richtig informiert bin, sogar gedruckt von der Bundesdruckerei. Nein. Ja, die nimmt auch Aufträge von Privaten. Wenn Sie sich das anschauen, das ist schon. Ja. Gibt es so ein Engel-Euro-Scheine, 2 Engel, 5 Engel, 7 Engel, 10 Engel und 50 Engel. Mhm. Kann ich aber leider nicht zur Bank bringen und tauschen, um dann den Kapitalanlegern ihre Euros zurückzugeben. Das funktioniert leider nicht. Auf Anfrage bestreitet die Bundesdruckerei, die Engel gedruckt zu haben. Gut, okay. Derzeit werden die Namen aller Geldgeber und die Summen aufgelistet. Hunderte sind es, die angeschrieben werden müssen. Ob jemals einer von ihnen auch nur einen Cent wieder sieht, ist fraglich. Ein schlechtes Gewissen scheint Peter Fitzek deshalb nicht zu haben. Er kämpft vor dem Verwaltungsgericht Halle um das, was er für sein Recht hält. Die Argumentation, er habe zwar seinen bundesdeutschen Führerschein zurückgegeben, doch damit keineswegs auch auf die Fahrerlaubnis verzichtet. Eigentlich war für die Verhandlung 1 Stunde angesetzt, doch die Entscheidung der Richter, sie dauert. Schließlich wird Peter Fitzeks Klage abgewiesen. Damit steht fest, er ist 2,5 Jahre ohne Fahrerlaubnis gefahren. Ob ich das darf oder nicht, das interessiert mich nicht. Ich mach's einfach. Oh. Die Gerichte werden sich weiter mit ihm beschäftigen müssen. So wie auch die Wittenberger Ordnungshüter. Denn hinters Steuer setzt sich Fitzek weiterhin, auch direkt nach dem Richterspruch. Sehr zum Ärger von Polizeichef Markus Benedix. Strafanzeige wird erstattet und geht dann auch wie die anderen ihren Werdegang und wird irgendwann mal auch mit zur Anklage kommen. Das heißt, einen Gefallen hat er sich damit nicht getan? Nein, damit hat er sich keinen Gefallen, definitiv. Das ist so wie das, wie andere Verfahren auch. Werden gesammelt und irgendwann mal steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und bei der Menge, die ihm vorgeworfen wird, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es in Richtung Haftstrafe gehen wird bei ihm. Eine Drohung, die Peter Fitzek schon öfter gehört hat und die er wohl wieder zu seinen Gunsten auslegen wird.
Die Geschichte vom Koch, der zum König wurde. Es wird definitiv nicht sein letzter Auftritt gewesen sein.